Herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Sam Kapikatz. So, wir machen wieder Hauptbewegung. Ich spiele mit Joey. Überspringt 3. Cool. Geschichte, natürlich. Lukic. Mal gucken, ob ich einen tausendjährigen Drache spielen kann. Cool. Ich hoffe, die nimmt mich jetzt nicht so hart rein mit ihren scheiß Hauptdeln. Aber die können schon nerven. Und ich hab die fort in der Hand. Ich brauch nur noch einen Poli. Oh, scheiße. Wenn er musste dein eigenes Bus sein. Ich mach das jetzt mal so. Was bringt da nichts? Ich mach das jetzt mal so hier. Ich würde jetzt dann 500 Angriffs kriegen. Angriff. Mal gucken, was die spielt. Die wird wahrscheinlich ein Harpy spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Harpien die jetzt hat. Was geht jetzt davon los? Ich kann also einen Angriff deklarieren. Harpienkönigin. Ach du Scheiße. Ja, will ich. Nein, ich hätte... Oh nein. Oh, andere. Oh, scheiße. Oh, ich wollte... Mist, ich hätte warten müssen, bis es mich angreift. Jetzt habe ich es verkackt. Ach du heilige Scheiße. Ich hätte warten müssen. Scheiße, ich hab richtig reingeschissen. Gott, das ist böse. Oh, ich hätte warten müssen. Ja, scheiße. Was? Alle Monster von Typ ungehören. Wenn ein oder mehrere Harpien oder Harpien-Schwestern als normal drauf. Ach du Scheiße! Gut, das kann ich knicken. Das ist ja abartig. Das ist ja wie Harp im Flederwisch. Jetzt wüsste ich das nur selber. Ich kann ja schlecht hier. Alter Schwede, okay, das ist echt eine harte Nuss, die Frau. Oh cool, der Tigerflieger. Die hat jetzt wirklich eine harte Nuss, ey. Fuck. Gott, besonders mit solchen Karten auch noch. Der ist Wind. Mist, das bringt mir einen Scheiß. Ich zieh mal. Scheiße. Warte mal, die kommt weg. Und die kommt weg. Die spiele ich. Achso, wann mal egal. Die spiele ich. Spiele ich die. Und die schon Verteidigungsmodus. Die bodenlose Fallengrube. Oder mehr, genau. Zeig, was du hast, Bitch. Uncool. Oh, Alter, nein.
Der muss ja unbedingt nur 3 Sterne haben. So eine Scheiße. Die ist mir zu teuer, die einzusetzen. Was hab ich noch? Lass mich raten. Der Flammenkrieger? Yep. Flammenschwertkämpfer. Hab ich den nicht gerade weggeworfen? Den Typen? Ja, hab ich. Oh, Scheiße. Okay, wenn man das einfach mal so. Oh nein, ey. Das Duell läuft gerade wieder nicht so, wie es sollte. Oh, das sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da aktivieren wir definitiv eine Fallenkarte. Die wurden unsere Fallengrube. Nein. Aus dem Spiel, bitte. Nein. Beide. Ich kann beide Effekte aktivieren. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega nice. Gut, wir greifen an. Das ist 4er. Warte. Hab hier. Alter, okay. Scheiße. Okay, wir haben schon ein bisschen Schaden gemacht. Ich muss echt schaffen, dass ich Monster ziehe, sonst habe ich ein Problem. Ja, der Axtschwertkämpfer, geil. Ach, der Axträuber. So, er kriegt da einen Boost von 500. Oh, Alter. Jetzt ist komplett Ende. Jetzt ist. Ich darf das. Das hab ich ein bisschen. Nice. Ich darf den jetzt nicht mehr aus der Hand geben. Ich muss jetzt pushen und die unter Druck setzen. So weit wie ich es kann. So. So, wir opfern jetzt den hier. Bam. So, wieder ein Erdmonster. Wieder 500 drauf. Boots. So, 3300. Geil. So. So, Angriff. Wieder habe ich ein Mädchennummer. Nice. Gut, Kampfstier. Guter Direktorer. So, ich brauche jetzt noch ein Monster. Am besten noch ein Axträuber oder irgendwas. Ach du Scheiße, nein. Oh, mach drücken Mist. Na gut, die kann mir eh nur Gaia-Kraft wegmachen. Ist dein Scheiß ernst, oder? Na gut, die ist ein Verteidigungsmodus. Ist nur ein Verteidigungsmodus. Das war alle Fälle eine gute Kombo, die heb ich mir auf und die spiele ich wieder. Ich lasse mal das Duell dann jetzt aus der Hand nehmen, Alter. So weit kommt so noch. So, wir greifen jetzt die mal an, dass er ein paar Schadenpunkte kriegt. Und dann greifen wir die auf der Hand. Alter Schwede, okay. So, die hab, ja? Die macht sich über mein Gaia-Kraft weg. Oh Gott. Gut, ich hab immer. Oh, Topfer-Gear. Mega nice. Aktivieren bitte. Ich hab die ganz bekommen. Scheiße. Egal. Warte mal. Ne, es reicht nicht. Angriff. Und Angriff. Ich hatte ins 5? Ne, ins 3. Achso, wegen der. Okay. Gerade leicht irritiert.
Alter, was kann... Muss jetzt... Das war echt kein Behindert, was du gemacht hast. Aber das ist halt der Effekt von der Karte. Du musst... Jetzt opfert die. Und opfert... Was? Dein Ernst? Greif halt mit denen an. Was macht denn die Alte? Wieder. So, zur Not hab ich immer mein schwarzes Loch. Und wenn ich dann eine Poli. Also, wenn ich nicht so unter eine Poli zieh. Alter, das wäre mega geil. Poli, bitte. Eine Poli. Eine Poli. Herz der Karten, meine Freunde. Herz der Karten. So, das hat dann... Er hat auch 2-4. Okay, dann mach ich das mal den. Ich würde sagen, rufen wir einen Tausendjährigen. Alter, das ist echt wie in... Alter, unglaublich. Mega geil. Das ist echt wie in der Serie. Und ja, ich weiß, ich hätte jetzt gewonnen, hätte ich schwarzes Loch vorher gespielt und dann angegriffen. Jetzt mache ich nur 1000 Schaden. Ich weiß. Das ist Nostalgie. Angriff. Yeah. Ich muss den Drachen muss ich doch Auslauf gönnen, Mensch. Der hat 1000 Jahre geschlafen. So, ein Monster hätte ich gern. Oh, perfekt, Alter. So, der Axt drüber. So. Ob die auch den Spieltrag der Harpie hat? Wahrscheinlich. Schön mit zwei. Mega nice. Haben wir gut gespielt. Ja. Wir kennen den Trick alle, dass mit dem Parfüm, dass jede verschiedene Karte mit Parfüm eingestrichen hat. Besträufelt. Habt ihr? Nice, würde ich sagen. Läuft. So, Angriff aus der Tiefe. Ob der mit einem legendären Ozean spielt? Ich hoffe, ne. Sonst habe ich ein kleines Problem. Ja, Marco. Ja. Marco. Ist der nicht Marco? Mit R? Oder einfach nur Marco. Und warum trägst du denn nicht dein Outfit aus den Reich der Duellanten, sondern den Outfit aus Battle City? Komisch, komisch. Oh, geil! Warte. Einmal pro Spielzug kannst du diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern, wenn du diese Karte als Flippbeschwörung hast. Also ich kann die Karte quasi hinlegen und flippen. Dann wieder zuflippen, dann wieder aufflippen. Und dann kriegt er immer wieder eine Karte in der Hand. Der hat ein 6. Das ist schon ein bisschen scheiße. Was hab ich denn hier als... Okay, wieder ein Draha. So, ein Benchmark-Zug, würde ich sagen. Gegen 6 kann ich jetzt spontan noch nichts machen. Ich hab echt gedacht, der hieß Marco. Komisch. Das opfert er, das Monster. Ach du Scheiße. Was soll ich denn da machen? Ist jetzt einfach ein Monster verdeckt. Hier zum Beispiel jetzt ein Ding der Ozean, ich hätte da das Monster einfach so spielen können. Hätte das Ding sogar noch 2000 gehabt.
Eine Wiedergeburt. Nice. Ich beschwöre mit den hier. Yep. So, dann greife ich die Verdeckte an. Der fliegende Fisch. Ach du Scheiße. Der hat Umi gelegt. Das ist uncool. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Wenn ich nicht schleunigst eine starke 5-Sterne-Karte ziehe, dann sehe ich schwarz, meine Freunde. Dann sehe ich einfach nur schwarz. Hol ich mir den Kaiser zurück und rüste dann mit dem Horn des Einhorns aus. Ja, sonst habe ich ein kleines Problem. Das bleibt ja nicht übrig, oder? Warte mal. Zurück. Welches Monster hast denn du im Friedhof? Der würde einen Boost kriegen und ich würde dann das Einhorn ausrüsten. Genau, schon mit dich zurück. Warum soll ich einfach nicht die Fläche nutzen, die ich habe? Na komm her. Bap. Angriffsposition. So, jetzt hat er 1,8. So, jetzt gebe ich ihm das Einhorn. Jetzt hat er 2,5. Und dann rotze ich den Never weg. Oh, dein Scheiß Ernst. Oh nein, jetzt hat er noch den scheiß Tornado. Toll, jetzt kriegt der Pisserkind. Oh fuck. Oh, die Kombination hasse ich. Ich kann zwar angreifen, aber der kriegt keinen Schaden. Oh nein, der legendäre Fischer. Das ist ein Kriegermonster, deswegen wird er nicht geboostet. Oh, das ist so kotz. Ey, das ist so eine Kotze. Ich kann den jetzt keinen Schaden mehr zufügen. Ja. Ich kann den keinen Schaden mehr zufügen. Solange Umi auf dem Spielfeld liegt, bleibt diese Karte von Zaubereffekten unberührt und kann nicht als Ziel für Angriffe gewählt werden. Aber wenn du nicht das direkt angreifen. Ich kann zwar direkt angreifen, aber durch den beschissenen Tornado-Wand kann ich nicht. Gibt es keinen Kampfschaden. Ich müsste brennendes Land ziehen und dann könnte ich dann direkt angreifen. Alter, das ist eine 2-Karten-Kombo. Die macht jetzt das ganze Spiel kaputt für mich. Och, ich kotze richtig. Ich kotze gerade richtig, ey. Das ist der weiße Hai. Der große Weiße. Großer Weißer. Och, Mann. Die habe ich schon damals gehasst, wo ich noch mit meinen Brüdern Yu-Gi-Oh! Gespielt hat. Mein Mittelster hatte ein Wasserdeck und ein Feuerdeck. Mein ganz großer hatten alles zerberstetes Deck gehabt mit übelsten Verstärkungskarten und pipapo und ich hatte halt den Insektendeck. Und er hat die gleiche Kombo gespielt. Bloß mit legendären Ozean, wie der legendäre Ozean wie Umi gehandelt wird. Bloß das Level 5er Monster, quasi der hier, den hätte man einfach so spielen können. So, jedes Wassermonster, also Eigenschaft Wasser, hätte man so spielen können. Es wird 1 Stern runtergezählt. Och Mann, das ist Kotze. So, jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier die ganzen Monster zu dezimieren.
Das ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt hat er... Oh nein. Nein. Alter Spruch. Alter, scheiße, schon ein Problem. Raikiki wäre geil. Ja! Gibt's denn das? Angriff auf den Mond. Einfach Spielzug, wenn die Kampfposition eines Monsters von Typ Fels oder die du konzentrieren. Warte mal, die spiele ich. Das ist ja eine dauerhafte. Einmal pro Spielzug, wenn die Kampfposition eines Monsters von Typ Fels, das du kontrollierst, gewählt wird, kannst du eine Zauber-Fallenkarte wählen, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre das gewählte Ziel. Alter, es ist Happy End. Bam. Geiler Scheiß. So, es ist... Ich muss einfach die Festung kaputt machen. Alter, warum hat er die Wahlfestung? Also Festungswahl. Scheiße. Die lasse ich in Verteidigung liegen. Ich wähle den mal in Verteidigung. Ich muss ja irgendwas spielen. Den ersten Verteidigungsmodus, weil vielleicht kommt ja nochmal Umi oder so und dann bin ich am Arsch. Ich bin kein Be. Ah, Scheiße! Alter, ich bin so dumm! Ich bin so... Alter, scheiße. Oh, durch Umi hat er einen Boost gekriegt. Scheiße. Ja, das war's, ne? Das Duell ist gelaufen. Alles nur, weil ich ein behinderter Vollspast bin. Der kriegt zwar 500 Schaden, aber das bringt mir im Endeffekt nichts. Okay. Oh, fuck! Ja, das ist. Was soll ich denn jetzt noch machen? Alter, ich kotz. Ja, ich weiß. Oh Mann. Ja gut, ich würde sagen. Mache ich das Duell im nächsten Part nochmal. Oder? Ach komm, scheiß drauf, ich mach's nochmal. Komm. Überspringen. So, Schichtdeck, Eichsteck habe ich ja wie gesagt nicht. Boxer. Ah, okay. Box groß geschrieben, wie das ist hier. Box. Nice. Alter Typ, mehr Wahlfestung mit dem Deck. Krasser Scheiß. Ich würde alles. Ich spiele für die. Dann spiele ich die. Und dann bin ich mein Zug. So, da wird wahrscheinlich jetzt Umi spielen. Und ein Monster legen. Aber das soll mir relativ egal sein. Ach du Scheiße! Ah, wow, wow, wow. Oh, das kann wehtun. Oh, das wird wehtun. Oh, das wird wehtun. Ich muss was legen, ich leg den hier. Das ist ja nur, das ist einfach nur Food, dass ich überhaupt was lege. Ich muss den Scheiß auch rein theoretisch schnell legen. Aber es kann sein, dass der opfert. Ich find's schon falsch zum Kotzen, dass die Wahlfestung drin hat. Also Festungswahl drin hat. Ungeheuerkrieger 300 plus. Ungeheuerkrieger 300 plus. Cool, bringt mir nichts. Nice, nice Karte, nice. Ich glaube, die Karte hat Yugi auch gespielt bei dem Duell. Es zieht ja. Oh nein. Alter, machen wir sowas. Aber ihr könnt ja mal. Ach du Scheiße. Oh nein, die Krabbe auch noch. Oh, Alter, ich zieh gar nichts. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben.
Wie viel? Kriegt er auch Verteidigung? Angriff und die Verteidigung. Das wäre dann 1,8. Bringt nichts. Die haben 2000 und 1. Gut. Gutes Team ist erledigt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Die Korda kann man auch gut kombinieren mit. Wie ist das? Wie ist die Karte? Schwerkraftbindung? Ja, Schwerkraftbindung. Alle Monster, die höher als drei Stufen, also höher als drei Stufen haben, können nicht angreifen. Also vier Sterne Monster aufwärts. Und wegen legendären Ozean hat zum Beispiel, hätte jetzt zum Beispiel diese Krabbe nur zwei Sterne, aber trotzdem 1-0 in Angriff. Und könnte den zufolge angreifen. So könnte man das Deck auch noch aufbauen. Nur so als den Satz. Aber zu den aktuellen Gegebenheiten, die jetzt rausgekommen sind. Oh, das wäre Selbstmord, wenn ich das mache. Das wäre Selbstmord. Ich müsste jetzt in Angriff gehen, dass ich die kaputt machen kann. Aber der hat hier, meine Freunde, hier. Das wäre Selbstmord. Scheiße. Das wäre Selbstmord. Ey, mich fuckt das gerade richtig ab. Nochmal. Ich weiß nicht, ob er Festungswahl. Oh, cool, nice. Die heb ich mal auf. Warte. Die will jetzt. Ich weiß nicht, ob er Festungsball. Ja, herbeigerufen, der wäre jetzt nice. Da könnte ich den aufswitchen. Dann könnte ich den herbeigerufen, könnte ich zum Beispiel jetzt. Also, ich könnte jetzt die Karte. Den Felsenkrieger. Felsenwächter. Riesenfel. Also das kann ich jetzt beschwören. Dein Scheiß Ernst, Bitch! Oh, Alter! So, herbeigerufen hätte ich gern. Ja, die hätte ich gern. Kann auch deine Festungswahl ein Scheiß, kann die, mein Freund. Alter, weh, du hast noch eine Fallenkarte. Oh, ich rieche Sieg. Bitte brauch keine Scheiße. Du dummes Stück Scheiße. Du dummes Stück Scheiße. Die. Was ist die aus? So, das hat mein kleiner Freund. 1,5. Mit 1,5 greife ich jetzt sein Monster an, mein Junge. Frag mal den nach Sotschei. Der Biber kann dort nicht zubeißen. Beziehungsweise zu schlagen mit seinem Schwert. Ja, was zum Verteidigungsmodus? Das irritiert mich. Ich habe die Wüste auf meiner Seite. Mit 1,4 Angriff. Mit 1,5 direkt. Alter! Dein Ernst jetzt? Das ist dein Ernst, oder? Das ist jetzt dein Ernst. Am Verteidigungsmodus. Gut, ich spiele jetzt Schopf. Ah, soll ich weitermachen? Ich hätte nur ein Mod. Warte mal, ich mache einfach weiter.
kann ja dann später immer noch die Lichtschwerter nehmen und meine Monster, also Monster legen und dann mit Gaia dann opfern, also für Gaia opfern. Oder halt ausrüsten dann einfach, bam. Nein! Der macht's schon wieder! Der macht es schon wieder! Der hat 1,5. Hm, ich glaube, da wird das nicht reichen. Ich nehme mal die Lichtschwerter. Die verräterischen Schwerter. Die verräterischen. Oh, das ist doch scheiße, Alter. Okay, ich habe jetzt noch 3 Runden, um was zu ziehen. Ein Monster zu ziehen. Ja, dann legen wir da. Ich würde einfach sagen, wollen wir nicht geizen, wa? Da legt man den Drachenmeister Gaia. Scheiß auf Geiz, Alter. So, was rüstet man noch? Was rüstet man noch den geilen Gaia aus? Genau, jetzt gehen wir in Angriffsphase und dann machen wir jetzt, rotzen wir hier jetzt komplett weg, den Typen. Bäm, Alter. Hier, schön mit Biber. Das war doch mal ein Duell. So, der Dinosaurier-Duellant. Das Duell ist da mit Joey auf alle Fälle. Okay, wir können das... Neuer Deck-Avatar eingerät, neuer Deck-Rezept. Neuer Modus entriegelt, Herausforderungsmodus. Neuer Herausforderungsdeck entriegelt. Booster Pack. Signatur, Ballon, legendärer Fischer. Die Ritualkarte. Rückkehr der Verdammten und ein Mittelgeld. Da haben wir ordentlich viel gekriegt in dem Duell. Ist ja der Shit. Nice. Gefällt mir, magisch. So, ich würde sagen, im nächsten gibt es dann Dinos mit Joey, dann genau gegen Bakuras, dann nix. Okay. Haben wir noch ein bisschen was vor uns? Im nächsten Teil geht es dann mit Joey gegen, ich glaube, T-Rex oder so hieß er. Werden wir sehen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, macht dann so voll, das bis zum nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Zumkippigatz, meine Wenigkeit.